Hey Leute, willkommen zurück zu Alexander Total War. Auch mal wieder nach ein bisschen mehr als einer Woche an diesem Samstag. Hoffentlich reicht es mir noch vorbei. Es ist erst 14 Uhr. Das sollte alles hinhauen. Ja, das Problem war, ich war auch wieder ein bisschen krank. Keine Ahnung, was das ist in letzter Zeit. Ja, das eine noch nicht ganz auskuriert, schon wieder im Arsch. Deswegen war ich heftig am Rumhuschen und wollte es euch eigentlich ersparen hier im Video. Ich hoffe, jetzt passiert es nicht so häufig. Ja, die Perser sind im Eimer schon seit zwei Parts jetzt und wir sind hier am Vorrücken mit unseren Armeen und es sieht gar nicht schlecht aus. Wir haben noch 44 Runden, brauchen noch fünf Städte. Also, ich würde sagen, das passt, das kriegen wir hin. Hier sind wir am Multan erobern, da haben wir eine Armee, belagern meine ich, hier haben wir eine Armee, mit der wir eigentlich hier mal angreifen könnten. Wir könnten natürlich auch abwarten und warten, bis die Stadt hier erobern, aber das ist mir eigentlich ein bisschen zu doof. Angriff! So. Ich glaube, die Schlacht schlagen wir mal. Die sieht recht spannend aus. Wenn wir die Armee hier übrigens jetzt besiegen, wird sie vernichtet. Also, wir müssen sie nur zur Flucht, in die Flucht schlagen. 4 zu 3 Armeeverhältnis allein schon unser General ist einfach ein Gott. Ist auch Alexander. So. Dann hauen wir mal rein, würde ich sagen. Und hoffen, dass der Part gut anfängt mit dieser Schlacht. Ja. Schauen wir mal. Wartet auf meine Befehle. Dass wir auch weiter vorankommen mit dem im Laufe der Jahrhunderte Projekt hier. So. Schauen wir erstmal, dass wir hier unsere Kavallerie ein bisschen zusammensetzen. Genau, wunderbar. Ich hoffe jetzt mal, dass die Feinde nicht wieder so unendlich viele Bogenschützen haben. Die finde ich nämlich mal ganz eklig. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Achso, da hinten haben wir jetzt recht wenig Platz. Das ist auch interessant. So. Dann nehmen wir die auch noch gerade hier mit hoch. So. Und die Komiker stellen wir noch ins Zentrum. Die stellen wir mal hier hin. So, ja, und die Kaffee ist erstmal nicht ganz so wichtig. Doch, sie haben natürlich wieder einen Haufen Fernkämpfer dabei. Aber auch viel Kavallerie dieses Mal, das ist eklig. So, müssen wir gerade mal gleich schon mal ein bisschen aufpassen. Schicken wir hier mal zwei Einheiten Kaffee hin. Hier mal noch ein bisschen was hin. So, mit euch können wir rein theoretisch einfach mal. Oh oh. So weit ist die Kavallerie schon vorgerückt hier oben. So was. Das ist jetzt eigentlich auch ganz interessant hier. Greifen wir hier erstmal mit den. Diese Schleuderschützen an. Mit denen marschieren wir mal so ein bisschen hier auf. Ich habe irgendwie gerade Angst um meine Reiter hier oben. Weil wenn die da jetzt gleich reinreiten. Ah, ne, doch nicht. Interessant. Okay. Hier unten scheint es Gemetzel zu beginnen. Aber wenn sie gleich so freudig auf meine Reihen draufrennen, dann brauche ich mir ja gar keine großartigen Sorgen machen. Ist ja wunderbar. Aber viel schöner geht es ja schon fast nicht. So. Der feindliche General flieht. Wunderbar, der Stoßt feindliche weiter General vor, haut auch schon sodass auch ab. der Mut seiner Armee schwindet. Das Fahrer. Lob sei den Göttern. Ist der an Altersschwäche gerade irgendwie gestorben Deine oder was wissen, war das? Warum sie hat sie ihn dem umgehauen? War das ein stehen. Wurfspeer, oder? Vermutlich. Okay, die reiten volle Wucht hier auf unsere Phalanx drauf. Das ist mit Sicherheit eine schlaue Idee. Viel Spaß beim Sterben.
Und so schnell reiben wir eine Fullstack unserer Feinde auf. Wunderbar. So, jetzt nehmen wir hier mal die Einheit auch noch dazu. Okay, hier haben wir jetzt zwei Einheiten aber verloren an der Stelle hier gerade. Durch ein bisschen Unachtsamkeit meinerseits, aber das ist jetzt nicht so wild. Okay, aber dafür reiben wir hier die Kavallerie jetzt ganz schön auf. So. Ja, wie gesagt, wir müssen die Feinde eigentlich nur zum Flüchten bringen, aber sie treten schon von selber den Rückzug an. Dann holen wir uns halt noch ein bisschen was an Erfahrungspunkten, würde ich sagen. Gut, wunderbar. Bereiten wir die jetzt kurz erstmal vor für die restliche Kavallerie da. Wunderbar. Ha ja. So kann man sich hier gar nicht beschweren, würde ich sagen. Naja, momentan ist das Aufnehmen einfach ganz schwierig, das regelmäßige. Es tut mir wirklich, wirklich leid, Leute. Aber momentan ist einfach irgendwie, ja, immer ein Problem. Aber ich habe eigentlich mal wieder richtig Bock aufzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von dem her, denke ich, kommt da jetzt hoffentlich, wenn es mir die Zeit erlaubt, auch wieder ein bisschen mehr. So. Ja, ihr könnt auch einen richtigen Ansturm machen. Das habe ich eigentlich gar nicht so viel dagegen. So, jetzt sprühen wir mal ein bisschen vor. So, oh oh. Ja, komm, jetzt machen wir die restlichen Einheiten ja auch noch kurz platt. Sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. So. Preis die Götter. Wunderbar. Wir haben 336 Mann verloren, unsere Gegner 2322, aber die Armee sollte sich jetzt eigentlich komplett erledigen, soweit ich das weiß. So, so macht meine Armee in weniger oder ungefähr 7 Minuten platt, eine ganze Fullstack. Wunderbar. Ach ja, das macht mich glücklich, erstmal die Stadt belagern. Siedlung wird belagert, Herr. Die Siedlung wird belagert. Das können wir dann nämlich jetzt auch demnächst noch erobern. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir hier auch noch ein bisschen was auf die Reihe kriegen vielleicht. Mit den Armeen hier. Wir können nicht weiter, Herr. Sire! Weiter! Weiter geht es nicht, Sire! Ja, hier können wir auch noch kurz die zwei Einheiten da fortbilden. So, wunderbar, dann können wir hier mal ganz kurz eine Runde beenden, glaube ich schon fast. Hier können wir leider gerade nichts mehr rekrutieren, das ist auch doof. Ach, da kommen ja noch mehr Einheiten von uns, gar kein Problem. Oh, er wagt es, unsere Stadt zu belagern, das ist auch sehr interessant da oben, würde ich sagen. Schauen wir gleich mal, was das soll. Aber davor... Attackieren wir hier einmal. Ein ruhmreicher Sieg. Ausradieren. Das Land gehört uns. So. Und wo haben wir die Zeusstatue? Da haben wir die Zeusstatue. Befehle? Da unten dasselbe. Sieg und Ehre. Ausradieren. Ach ja, schön. Zeus. Okay, drei Einheiten können wir hier rekrutieren. Das ist recht wenig, aber passt schon. Issos, haben wir jetzt hier den Tempel fertig gebaut. Bauen wir hier mal die Kanalisation. Das schadet hier sicherlich auch nicht, was die Zufriedenheit angeht. Gut, und in Nisa. Ja, das passt eigentlich gerade. Die Stadt ist ganz zufrieden. Liegt wahrscheinlich daran, dass eine Fullstack drin steht. Obwohl sie belagert wird. Ist auch interessant. Ach, scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir raus aus der Stadt und das buggt immer rum. Ja, Strategos. Weil wir können jetzt hier gar nicht so vorbei.
So schnell. Ist jetzt doof. Ist jetzt echt doof. Naja. Okay, aber da waren es nur noch ja, drei Städte, die wir erobern müssen. In der Hoffnung, dass wir den Rest halten können. Die Furien sind los, wunderbar. Irgendwie gefällt es auch unseren Städten hier im Hinterland nicht so ganz. Naja, gut, okay. Schauen wir mal weiter. Mein Herr? Stoßt vor! Weiter geht es nicht, Herr! Da kommt ganz viel königliche Kavallerie, das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Wobei wir eigentlich genug Reiter hier haben. Und eher hier Reiterei. Vor allem da drüben. Ja, Strategos! Stoßt vor! So. Ja, Strategos! Nehmen wir einfach mal die drei Einheiten hier raus vielleicht. Wobei, wir können mal die hier mitnehmen. Befehle? Die hier Befehle? Und die hier. Befehle? Marschieren! Erstmal. Jetzt können wir hier auch nochmal 200 Bauern mitnehmen. Ach, hier drüben. So, wunderbar. Dann müssen wir eigentlich gleich hier auch noch angreifen. Ach, die kommen auch noch mit. Dann müssen wir das vielleicht sogar nochmal ein bisschen umstrukturieren, das Problem hier. Wenn die 161 mitkommen, dann kommen jetzt sicher auch diese Half-Stack hier mit. Oh, die meinen tatsächlich hier, sich mit unseren beiden Armeen anlegen zu müssen. Das ist auch sehr interessant. Na dann, viel Vergnügen. Schauen wir mal, wie lange wir für die jetzt brauchen. Ja, das Problem ist, da braucht es wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger, bis wir die Truppen aus der Stadt gezogen haben und so. Und die Gegner rennen weg oder auch nicht. Mal schauen, das könnte auch ganz verlustreich werden hier, das Gedöns. Ja, dann stellen wir erstmal unsere Infanterie auf. Hopliten, Hopliten, Infanterie. Das wird jetzt recht interessant werden gleich. Okay, solche Hopliten haben wir gleich hier an der... Lob sei den Göttern! Die Verstärkungen sind hier! Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen! Okay, also die rennen jetzt schon mal weg so ein bisschen, das ist ganz gut. Ja, damit habe ich nämlich gerechnet. Dann können wir nämlich jetzt hier... Infanterie, Hopliten! Infanterie, Infanterie! Unsere Speerträger formieren Infanterie. Zu einer Einheit. So. Ah, wenigstens kein so ein Sturm hier, Sandsturm mehr. Immerhin eine Sache. So. Auch die können wir jetzt aufstellen, mal hier hinten. Ich bin eigentlich schon doof. Eigentlich hätte ich auch erst diese Reiter hier rausschicken können. Aber können wir ja immer noch machen, dann schicken wir jetzt mal unsere Bogenreiter raus hier. Können sich damit hier halt mal schnell durchplagen. Oder wisst ihr was, wir schicken die einfach da hinten raus. So geht das Ganze viel unkomplizierter. So. Wenn schon drei Einheiten da drüben sind, eine Einheit kommt von da hinten, ja, das ist mir recht egal. So, dann beeilen wir uns mal geschwind. Oh oh. Nicht so weit weg aufstellen. Das wäre jetzt natürlich tödlich, wenn sie jetzt angreifen würden. Aber wir haben ja immerhin zwei Einheiten, haben wir ja komplett draußen. Schon. Ihr dürft ruhig schon raus, ihr braucht nicht auf die letzte Einheit da drüben noch warten. Braucht noch ein bisschen. Also, das ist auch so eine Sache, das checkt das Game gar nicht.
NPCs aus der Stadt rausreiten. Okay, jetzt kamen sie wieder ein bisschen vor. Ich werde da richtig panisch, wenn die das machen. So, dann können wir auch jetzt hier die Kavallerie hinterher schicken. So, dann können wir hier mal die Kavallerie in Angriffsposition schicken, unsere Bogenkaff. Gut, dass ich mit Bogenkavallerie so gut spielen kann, nicht... Ja, eigentlich finde ich so breite Völker ja schon immer ganz interessant, aber ich kann es einfach nicht. Ich habe mal in Rom 2 mit den Parthern recht lange gespielt, eigentlich nur Kavalleriestreitkräfte. Es waren schon ziemliche Massenschlachten, wenn die anderen auch nur mit Kavallerie kamen und dann so 3 gegen 3 Kavallerie-Armeen, die armen Pferde, die dabei draufgegangen sind. So, beeilt euch. Wobei das hier ja gerade ganz gut zu funktionieren scheint, ja. Bisschen am Ausdünnen hier von den feindlichen Fernkämpfern und der Infanterie. Und jetzt können wir es gerade auch so ein bisschen weiterlaufen lassen. Schadet sicher nicht. Umso weniger Verluste haben wir. Sie greifen uns an. Okay, die rennen halt mal geschwind ein bisschen vor und dann ziehen sie sich wieder zurück. Ist auch schlau. Ein Angriff. Ui. Jetzt müssen wir hier aber kurz aufpassen. Ups. Was machen die jetzt hier? Ah, ich habe gerade gedacht, sie meinen jetzt wirklich vorkommen zu müssen. Na ja, komm, greift doch meine Sperrträger auch noch an. Komm, die töten euch auch nicht. Nee, die wollen nur kuscheln. Und die Reiterei da hinten sicher auch. Ganz sicher. Einheiten vorstoßen. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz Gas geben. Warum kommen die da jetzt so? Und Phalanx. Ja, wunderbar. Hat aber wieder super gereicht hier. Okay, die sollten sich jetzt recht schnell verabschieden eigentlich. Oh, sie fliehen alle. Ja, wunderbar. Barische Sicherträger, barische Sicherträger. Ja, gut, was für eine Schlacht. Ich verstehe das gar nicht, dass die in Alexander so oft hier so heftig flüchten. Ich check das gar nicht. Jetzt sollten hier gleich auf jeden Fall viele Einheiten komplett flüchten. Oder? Nee. Aua. Rückzug. Oh, 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 oh. Das finde ich eh so zum Kotzen. Was soll denn das? Das killt ja mir da fast mein General weg. Oh, mein General ist gestorben. Weggeworfen und ist, oh Gott. Nun Futter für die Aasfresser. Seine so peinlich, 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 peinlich.
Ups. Das war aber irgendwie abzusehen, fast schon gerade eben. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen behindert, um ehrlich zu sein, weil ich meine, was soll das? Sollen ja eigentlich am Flüchten sein, die Feinde, aber. Jetzt rennen die auch weg. Wow. Epic Fail. Wunderbar, was hat uns die Schlacht gebracht? Viele Verluste und einen toten General. Ja, der ist jetzt auf jeden Fall nimmer zornig, der ist tot. Ja gut, okay, was soll's, wir haben trotzdem einen Großteil ihrer Armee gekillt und wir haben da ja, soweit ich weiß, auch nochmal einen weiteren General gleich, also passt es eigentlich. Ist nicht so wild. Ah, stimmt, nur ein General. Das wird natürlich ein bisschen tricky, weil wir haben eigentlich zwei Armeen. Oder zumindest mal anderthalb. So, nehmen wir mal die Einheit hier, die Einheiten, stellen die mal da auf. So, die können wir auch alle mitnehmen. Bogentyp ist da auch. Ja, Strategos. Nehmen wir mal noch die barbarische Söldnerkraft mit. Den Rest schicken wir hier mal nach Nisa rein. Wunderbar. Ja. So, passt. Dann können wir da nächste Runde angreifen. Hier hätten wir übrigens nochmal einen General, aber bis wir den darüber geschickt haben, ist eh alles zu spät. Ah, jetzt weiß ich, warum die hier so rumstressen. Normaler Steuersatz, niedriger Steuersatz, jetzt immer noch scheiße, okay. Dann halt nicht. Ja, Strategos. Was? Solche Drecksäcke. Sind jetzt an uns vorbeigerannt hier oben. Dürfen die sowas? Ich glaube nicht. So, also ihr bleibt mal da, ihr bleibt da. Was weiß ich, ihr. Ihr von mir ist auch noch. So, das reicht anscheinend schon. Das heißt, wir können hier dann gleich weiterziehen. Das gefällt mir. Dann nehmen wir die hier doch noch mit. So, hier haben wir noch eine weitere Armee, um die wir uns im nächsten Part dann kümmern werden. Hier haben wir auch Truppen, die wieder frei geworden sind. Ach, wir müssen hier außen rumlaufen. Sowas. Gut, ja, okay, das ist auch okay. Das ist jetzt auch nicht so wild. Dann laufen wir da außen rum. Bauberichte, bla bla bla, ist okay. So, lassen wir die Einheit mal da. Die, die und die. Vielleicht mal so welche hier. Wunderbar. Dann sollte das hier eigentlich auch wieder hinhauen und dann holen wir uns hier noch Söldner, soweit wir können. Ach, das sind die billigsten. 600, 650, 700. Nehmen wir die hier, dann haben sie wahrscheinlich noch ein bisschen Erfahrung dazu. Ach, wir können eigentlich auch alle mitnehmen, so. Wunderbar. Marschieren! Wir sitzen fest, Sire. Mein Herr? Marschieren! So. Gut, dann nehmen wir die mal so mit, schicken die da rüber. Hier müssen wir dann im nächsten Part da angreifen. Vernichtet sie! Ja. Ich glaube, die werden dann auch vernichtet in der nächsten Schlacht. Sobald wir die dann platt haben, können wir hier lang marschieren. Mit den zwei Armeen können wir da lang und dann brauchen wir nicht mehr lange und dann gehört Bactra und Banu uns und dann geht es nur noch um Shash. Aber Shash wird, glaube ich, recht schwer, weil da müssen noch ein paar Armeen für fallen. Ja, mal gucken, wie sich die KI weiter schlägt. Mal gucken, was wir hier weitermachen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann wieder wahrscheinlich morgen, also schon wieder am Sonntag. Bis dahin. Ciao, Leute.